Moin, Servus und herzlich willkommen in der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen. Heute geht es um dieses kleine Teil hier, und zwar ein Eckschrank. Ich zeige euch mal gerade hier. Darum geht es jetzt eigentlich. In dieser Ecke sind doch einige Schalter. Das Ganze geht hier für eine Fernsehanlage. Also das heißt, sprich Kabelfernsehen und so weiter. Und das soll verkleidet werden. Da habe ich jetzt genau diese Kiste gebaut, beziehungsweise diesen Eckschrank. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Hier habe ich jetzt eine beschichtete Spanplatte, die ist 16 mm dick, 1,20 m lang und 60 cm breit. An drei Seiten ist das Ganze, ich zeige es euch mal, beschichtet. Und nur auf der Rückseite, da ist keine Beschichtung drauf. Und da schneiden wir uns das Ganze jetzt mal raus. Und zwar ist jetzt hier die nicht beschichtete Seite, also die kann dann später an der Wand anliegen. Hier mache ich mir jetzt einen 45 Grad Winkel entlang. Dann habe ich mir vorher hier auf dem Streichmaß 27 cm angezeichnet. Das ist die Länge, die ich haben muss. Also das muss bis dahin gehen. Und genauso soll der 45 Grad Winkel, der muss dann genau auf diese Kante treffen. Also das ist dann eines meiner Dreiecke, die ich brauche. Weiter geht es dann hier an der Kante. Da müssen wir auch und die Teile sägen wir gleich mal aus. Und hier schneiden wir jetzt die beiden Seitenteile ab mit dem 45 Grad Winkel als senkrechte. Hier liegen jetzt diese beiden abgewinkelten Seitenteile. Hier, das gibt Boden und Deckel. Und jetzt muss ich hier innen drin noch einen Halt rechts und links machen. Das soll hier rein, und dafür muss ich natürlich jetzt hier diese Kante auch im 45 Grad muss ich die abschneiden. Und das machen wir mal jetzt. Das hat prima funktioniert. Das kommt nachher hier hin, wie gesagt, so schräg im 45 Grad Winkel, und wird von hier aus kommen dann Löcher rein, wo dieses ganze Teil an der Wand festgemacht wird. Wir gehen jetzt hier an den Werktisch, und zwar habe ich mir hier, ich verlinke euch das mal hier oben, da habe ich mir eine T-Nut reingefräst, und das ist ein Halter, der normalerweise für eine Führungsschiene vorgesehen ist. Das schiebe ich hier rein in die T-Nut, klemme mir dieses Holz hier fest, so, und kann jetzt hier oben drauf, weil das so lang ist, habe ich mir hier einen 6 mm Bohrer mit einem Anschlag, und zwar sollen dann hier oben rein diese, wo sei der Ader, also hier diese Holzzapfen sollen da rein, und da bohren wir mal Löcher rein. Dann habe ich hier solche Zentrierspitzen. Die kommen in die vorgebohrten Löcher rein. Dann schiebe ich das hier hinten hin, wo ich das hinhaben muss, dass das passend ist. Und drücke das hier rein. Und habe dann durch diese Spitze genau hier ein kleines Loch. Und das kann ich jetzt tatsächlich da reinbohren. Da habe ich jetzt die Dübel drin. Und zwar, glaube ich, habe ich vorhin vergessen zu sagen, also ich habe zwei 6 mm Dübel. Einer, der 20 mm raussteht, und einer, der nur 10 mm raussteht. Und zwar muss ich halt den dünneren haben, damit ich hier nicht durch das Holz durchbohre. Hier in dem langen Holz spielt es ja keine Rolle, wie tief ich da reinbohre. Dann mache ich da mal ein bisschen Leim rein.
Und damit habe ich die eine Seite fest und verfahre dann hier jetzt mit der gegenüberliegenden Seite genauso. Es passieren wirklich manchmal ungeahnte Sachen, und zwar muss ich das Teil wieder losmachen. Ich will ja mit diesen Seitenteilen die auch noch hier anzeichnen und da auch noch Dübel reinsetzen. So, setzen wir das Oberteil drauf. Jetzt habe ich hier an der Seite das Holz, das biegt sich ein bisschen durch. Deshalb werde ich jetzt da eine Schraube reinsetzen. Und zwar hier einfach mal reinbohren. Kurz senken. So, und damit ist das Ganze dann auch schon richtig fest. Wie wir ja eben gesehen haben, ist hier hinten in der Ecke, geht nach oben ein Kabel. Deshalb schneide ich jetzt hier einfach die Ecke ein Stück ab, damit das Kabel schön da durchpasst. So, das müsste reichen. So, und dann möchte ich natürlich auch eine Tür dran machen. Die habe ich hier oben und an der Seite ist die beschichtet. Unten drunter habe ich die abgeschnitten und auf der Seite, wo das Klavierband dran kommt, das ist dieses Ding hier. Moment, wenn ich es auseinanderkriege. So, das nennt sich ein Klavierband. Und das wird halt hier angeschraubt, beziehungsweise hier an die Türe. Und damit kann man das Ganze auf- und zumachen. Zunächst machen wir das an der Türe fest. Dazu habe ich mir jetzt hier wieder zwei Klemmen festgemacht. Mache das Brett hier hin und klemme das fest. So, dann kann ich schön hier oben drauf arbeiten und das Klavierband hier draufschrauben. In meinem Fall ist das Klavierband 42 cm lang und oben und unten lasse ich dann jeweils 5 cm fehlen. Dazu drehe ich dann hier die Schrauben rein. Ich habe mir jetzt hier unten ein Brett in derselben Höhe wie das Unterteil, wo es reinkommt, hingelegt und habe dann hier solche Pappestücke, die lege ich einfach drunter, damit das hier nicht, wenn es zugeht, nicht schleifen kann. Und dann setze ich das hier hin und schraube es fest. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ich habe die Löcher mit solch einem Zentrierbohrer vorgebohrt. Das heißt, das geht hier in die vorgebohrten Löcher rein, setzt sich dort an den Rand und macht genau zentriert ein Loch dahin, wo ich die Schraube ansetzen muss. Und natürlich könnt ihr alles, also auch zum Beispiel diese Zentrierspitze, findet ihr unten in der Beschreibung, sowie auch ein Großteil meines Werkzeuges überhaupt. So, und so sieht die Türe jetzt aus. Klemmt noch ein bisschen, aber das sieht doch schon mal, denke ich, gut aus. Dann habe ich jetzt hier einen Türgriff, den habe ich mir angezeichnet und bohre jetzt da die Löcher durch. Von der Innenseite werden die Schrauben versenkt und schon verschrauben wir das Ganze. Dann habe ich mir hier solche Magnete besorgt. Das Teil, das Metallteil, kommt einfach hier an die Türe heran. Dann ist ja jetzt hier dieses Gegenstück, das hier ist das Magnet, das kommt hier so dran und ich mache dann immer mit so einem spitzen Werkzeug mir in der Mitte ein kleines Loch
und schraube das dann hier dran fest. Und damit ist die Türe fest und rastet da ein. Damit würde ich sagen, das Projekt hier in der Werkstatt ist jetzt eigentlich fertiggestellt. Und so habe ich es jetzt hier an der Wand angeschraubt. Hier könnt ihr die Verschraubungen im Einzelnen sehen. Und das klappt erstklassig, das Ganze. Ja, üblich bleibt mir zu sagen, habt Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, wenn es auch meiner Meinung nach ein bisschen chaotisch zugegangen ist beim Bauen, weil ich doch einige Sachen intern etwas anders gebaut habe, als es nachher tatsächlich war. Man muss halt verschiedene Sachen erstmal ausprobieren. Und in diesem Sinne sage ich danke, wir sehen uns wieder nächste Woche hier in der Bastelgarage. Gruß, euer Jürgen.